der Folge bauen wir einen schönen Klassiker, einen Wagen, wie man den so kennt auf schönen Mafia-Filmen. Warum ich jetzt auf so ein Mafia-Auto komme? Ganz einfach, bei Xbox, PlayStation und PC kam jetzt so eine Mafia-Trilogie raus. Vielleicht kennst du das Spiel. Ich hab's mir mal geholt, zockt's gerade richtig durch hier, Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Und da dachte ich mir, hey, so ein Mafia-Car hat mir noch nie gebaut, würde ja mal Zeit. Ne, so schön aus dem Film, wie man die so kennt mit den Thompson-Guns, ne, muss ja mal sein. Jetzt muss ich mich natürlich wieder entschuldigen, warum so lange kein Video kam. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Minecraft Dungeon kam raus, habe ich auch jetzt extrem gespielt. Da bin ich jetzt schon High-Level und ja, wenn man High-Level ist, dann langweilt man sich langsam wieder und geht wieder zurück zum richtigen Minecraft. Da muss erstmal wieder ein Update kommen, aber ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen, macht echt Spaß. Ja, ansonsten schnappen wir mal unsere Blöcke und bauen uns mal unser eigenes Mafia-Car. Mal für unsere schöne Mafia-Karre brauchen wir ein paar Blöcke und heute starten wir einfach mal mit ein bisschen schwarzem Beton, denn poliert er an die Siedstufen, denn noch ein paar steinzige Treppen und davon nochmal bitte die Stufen, wieder noch ein bisschen Schwarzeichenholz, davon nochmal die Treppen und dann holen wir uns ein bisschen Zauntor raus. Heute beginnen wir mal mit dem Tropenzauntor, dann holen wir uns noch ein paar schöne Schleifsteinblöcke raus und dann noch ein paar Truhen oder eine Truhe sollte reichen. Zuallererst für unser Auto beginnen wir mit den Rädern, dass wir uns erstmal zwei Räder so nebeneinander platzieren und dann wollen wir uns natürlich noch zwei Hinterräder platzieren. Da lassen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz zu den vorderen zwei Rädern und setzen nochmal zwei hin. Dann kommen wir schon zum Unterboden. Auf der Rückseite können wir das Ganze einmal überstehen lassen und auf der Vorderseite ziehen wir das Ganze einfach nur bis zu unseren Rädern hin und können die Seite hier dann natürlich noch ein bisschen dicker machen. So, und wenn wir unser Fahrwerk haben, geht es weiter mit den steinzigen Treppen. Die wollen wir einmal vorne auf unseren zwei Haupträdern platzieren. Dahinter einfach eine Stufe, danach lassen wir einmal frei, setzen uns so eine Treppe nach innen gesetzt einfach mal rein. An der Seite machen wir es synchron einfach mal hinterher. Danach platzieren wir nur noch über unseren Rädern, würde ich mal sagen, einfach hier zwei, zack, umgedrehte Treppen. So, wenn wir das soweit haben, kommen wir schon zu unseren Schwarzeichenholzblöcken. Die wollen wir dann, sage ich mal, auf unserem Fahrwerk hier erstmal dazwischen einmal platzieren. Ich würde mal sagen, hier vorne noch einmal und hier hinten zwischen unseren zwei Treppen machen wir auch nochmal was hin. Wenn wir das soweit haben, wollen wir auf der Rückseite natürlich auch nochmal zwei weitere Blöcke platzieren. Setzen einen hier hinten mal zwischen unseren Treppen noch einmal ein bisschen weiter hoch. Und hier vorne, würde ich mal sagen, setzen wir auch nochmal zwei vorne ran. Schon kommen wir zu unseren Schwarzeichenholztreppen. Die wollen wir auf der Rückseite hier einmal neben unseren einen Block hier oben platzieren. Und wenn wir das Ganze haben, kommen wir schon zum Zauntor. Das Zauntor wollen wir uns auf der Vorderseite platzieren. Das setzen wir hier einfach mal dreimal hin. Und die Mitte klappen wir so ein, dass sie sich mit unserem Fahrwerk verbindet. Wenn wir das soweit haben, kommen wir schon zu unseren Schleifsteinen. Die wollen wir, sage ich mal, hier vorne platzieren. Da sind so Ersatzräder einfach mal an den Seiten. Natürlich fehlt das Gummi drauf. Man könnte natürlich auch so die schwarze Betonblöcke als Räder hinplatzieren. Aber ich finde irgendwie Schleifsteine, die passen besser. Man könnte natürlich auch Schleifsteine mal als Räder nehmen, aber ich habe es ausprobiert, sah nicht so prickelnd aus, sage ich mal. Von daher nehme ich da doch wieder das gute alte Beton, nee, als unseren Gummireifen. Ja, zum Schluss brauchen wir nur noch unsere Truhe hinten platzieren und dann sind wir eigentlich mit den Blöcken durch. Und kommen jetzt zu den Blöcken, dass wir uns noch ein paar Schmelzöfen rausholen. Dann natürlich noch einen Amboss für unseren Motor, dann holen wir uns noch Schwarzeichenholz-Falltüren raus, Akazien-Falltüren. Ein bisschen Glas für unser, Fensterglas hier beim Auto, unsere Autoscheiben, ne? Da empfehle ich einfach mal graue wie schwarze Glasscheiben heute. Dann holen wir uns noch ein bisschen Teppich raus, dann Fichten-Zauntor und noch ein paar Steinknöpfe. Zuallererst wollen wir unsere Steinknöpfe erstmal verbauen. Die nehmen wir natürlich für unsere Felgen bei unserem Rad. Zack, da setzen wir natürlich hier viermal hin. Wenn wir das soweit haben, wollen wir jetzt vorne unseren Motor einmal reinplatzieren. Ganz vorne kommt natürlich unser Schmelzofen rein, dahinter kommt unser Amboss rein. Und dann würde ich mal sagen, vorne beim Schmelzofen, da machen wir noch hier so eine kleine Haube vor. Einfach mal mit unseren Akazien-Falltüren. Danach nehmen wir noch ein bisschen Schwarz. Die Schwarzeichen-Falltüren, die platzieren wir gleich hier einmal auf unserem Motor rauf. Wenn wir das soweit haben, gehen wir jetzt erstmal zu unserem Glas, das wir jetzt erstmal hier, ja, sag ich mal, wo unsere Fahrerkabine ist, zack, unser Glas an den Seiten hinsetzen. Dann machen wir noch ein paar Seitenspiegel dran mit unseren schwarzen Glasscheiben. Und danach könnten wir eigentlich hier schon überall einmal unseren Teppich schon mal drauf platzieren. Natürlich hier einmal als Dach. Setzen wir uns hier einmal lang. Die Mitte lassen wir erstmal frei. Auf der Rückseite können wir an den Seiten das auch einmal platzieren. Und ansonsten platzieren wir noch zwei hier vorne rauf. So, wenn wir das Ganze haben, kommen wir schon zum Fichten-Zauntor. Das wird natürlich hinten unser Auspuff werden, den wir da einmal platzieren können. Und wenn wir das soweit erstmal haben, kommen wir nochmal zu unseren Schwarzeichen-Falltüren. Ja, hier einmal oben wollen wir eine platzieren, weil so kann man dann, sage ich, auch mal ins Auto reingehen, ne? Und dann kann man sich das Ganze auch von innen angucken. Andernfalls, zack, machen wir erstmal das hier zu und setzen hinten bei unserer Kofferraum natürlich auch nochmal hier eine Klappe einfach mal rauf. Man könnte auch, wenn man übertreiben möchte, auch hier hinten nochmal eine ransetzen, wenn man möchte. Ne? Dann hast du hier wirklich wie so einen Kofferraum, kannst du dir das da aufmachen. Aber ich lasse mir das hinten einfach mal so offen, ne? Dass man die Kiste gleich sieht.
So, wenn wir das Ganze erstmal soweit haben, holen wir uns auch einfach zu guter Letzt noch einfach ein paar Stolperdrahthaken raus. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder raus. Ich empfehle mal Tropenschilder, wie natürlich dunkle Eichenholzschilder. Dann holen wir uns noch ein paar Gegenstandsrahmen raus und dafür noch so ein paar Scheiben. Natürlich nehme ich jetzt für meine Rückleuchten natürlich rote Glasscheiben und für meine vorderen Scheinwerfer natürlich weiße Glasscheiben. So, mit der Beleuchtung an unserem Fahrzeug beginnen wir erstmal. Das heißt, vorne setzen wir uns natürlich einfach mal zwei schöne Scheinwerfer ran und auf der Rückseite machen wir natürlich noch ein paar Bremslichter einfach mal hier hinten einfach mal ran. Da fällt mir gerade auf, ich habe hier ein bisschen zu viel aufs Dach gesetzt. Ich setze mir hinten, wo wir die Treppen haben, einfach nochmal hier die Teppiche weg. Ne, sieht doch ein bisschen besser denn aus. So, weiter geht's noch mit unseren Schildern. Die Tropen-Holzschilder, die möchte ich mir gerne hier vorne einmal platzieren. Das sind natürlich hier unsere Autotüren, die wir uns hier einmal so ein bisschen ransetzen. Machen wir natürlich auf beiden Seiten mit unserem Schild und Haken. Und ansonsten möchte ich mir nach vorne so eine kleine Trittfläche basteln. So einfach mal dargestellt mit unseren Schildern. Ne? Sag mal, bei den Autos damals waren immer so ein paar Trittflächen, dass man erstmal hierauf trat, bevor man ins Fahrzeug reinkam. Das ist natürlich auch wieder hier auf beiden Seiten synchron. Und schon ist unser Mafia-Auto fertig. Kannst du einsteigen, dein Schutzgeld wieder abziehen hier von den ganzen Häusern hier, ne, dass die ja auch alle immer schön ihre Miete zahlen. Ja, kannst natürlich die Farbe alles ändern und schon hast du eine richtig schicke Mafia-Karre. Kann man sich doch super in die Auffahrt stellen oder so. Ich meine, ist ein Hingucker. Ich hoffe, bist du mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht unser Auto da, jetzt kannst du losfahren, deine eigene Familie gründen, deine Geschäfte natürlich regeln, ne, deine Viertel bewachen, kontrollieren, wie man sehen möchte. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß natürlich beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!